zum zweiten Mal die lange Nacht der US-Wahl hier im Institut für Politikwissenschaften. Professor Schubert, was hat Sie bewogen, zum zweiten Mal diese Veranstaltung zu organisieren? Na, das war im letzten Jahr schon ein ganz großer Erfolg. Unsere Studierenden sind wirklich heiß auf diese Wahl natürlich, weil sie ganz besonders zugespitzt ist. Und da hatten wir vom Förderverein gedacht, naja, wir lassen es drauf ankommen. Und Sie sehen ja gerade, was da für ein riesen Ansturm hier im Prinzip ist. Ich denke, das wird ein voller Erfolg wieder. Der Wahlkampf war ja ein sehr besonderer, voller Spannung, voller Gegensätze. Ist das auch ein Grund, warum hier der Andrang so groß ist? Ich denke, es gibt ein ganz generelles, großes Interesse an den Wahlen in den USA, insbesondere natürlich an den Präsidentschaftswahlen. Das ist so. Und dieses Jahr ist er eben ganz besonders wegen dieser Schlammschlacht-ähnlichen Veranstaltung, die ja da geführt wird. Ich denke, da muss den Studierenden auch relativ viel erklärt werden, damit das nicht alles nur in den falschen Kanal kommt. Viele befürchten ja jetzt gerade auch mit einer möglichen Wahl von Donald Trump, die ja lange auf der Agenda ist, dass die Macht des US-Präsidenten doch zu groß ist. Würde selbst ein Donald Trump durch das System zurückgefahren oder ist diese Sorge real? Naja, ich denke, ein Präsident muss sich, auch wenn er Donald Trump heißt, anders verhalten, als er das im Wahlkampf gemacht hat. Die Amerikaner haben seit einigen hundert Jahren wirklich ausgebildete, gute Institutionen, sodass ich denke, hier wird institutionell ein Puffer aufgebaut. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass Trump außerordentlich entscheidungsfreudig ist, auf seinen Bauch hört und weniger sozusagen auf seine Berater. Und das könnte für uns Europäer in der Tat auch ein großes Problem geben. Sie selber waren in den USA, jetzt auch in Vancouver für einige Monate, haben dort geforscht. Wie ist die Reaktion in der akademischen Welt auf diese US-Wahl? Naja, es ist also durchaus ein Erstaunen. Auch Fachleute, Historiker oder Politikwissenschaftler in den USA hatten nicht, also die haben gewarnt sozusagen, dass es sehr persönlich werden kann in diesem Jahr, aber sind doch erstaunt, also in welchem Maße die Skandalisierung stattgefunden hat, die persönliche Herabsetzung, Beleidigung. Das war eigentlich sozusagen in diesem Ausmaß dann doch nicht zu erwarten. In der Tat, die Kollegen dort drüben sind auch besorgt, nicht nur wir Europäer. Die Suche nach dem Antipolitiker ist ja auch hier in Europa ein Thema. Befürchten Sie, dass auch hier die Wahlkämpfe durch ähnliche Situationen geprägt sein könnte? Ja, bei uns sieht es ein bisschen anders aus, weil bei uns Kandidaten und Kandidatinnen über die Parteien generiert werden. In den USA ist es ja umgekehrt. Das sind Individuen, die sich erstmal sozusagen herausarbeiten aus einer Masse und dann versuchen natürlich von einer bestimmten Partei getragen zu werden. Also die USA ist mit Deutschland nicht zu vergleichen. Was wir allerdings sehen in Deutschland auch, ist ein zunehmender Maß an Populismus. Und das ist für ein politisches System auf Dauer durchaus ein Problem. Vielen Dank, Herr Professor Schubert, und gutes Gelingen. Ja? Danke, wiederhören.